Sehr geehrter Herr Minister, bekanntlich ist die Stimmung in der österreichischen Bevölkerung gegenüber der Europäischen Union sehr zurückhaltend. Wie sehen Sie diese EU-Skepsis der Österreicher und Österreicherinnen? Ja, es stimmt, die Österreicherinnen und Österreicher sind durchaus da und dort skeptisch, was Europa anlangt. Ich habe mir selbst einen Eindruck verschafft, indem ich durch das Land gefahren bin, in alle Regionen und auch persönliche Gespräche geführt habe, im Einkaufszentrum, in einer Schule, in einer Fortbildungseinrichtung. Und der Tenor war, das ist ein gemischtes Gefühl. Ich habe es einmal bezeichnet, es ist Liebe auf den zweiten Blick. Erst dann, wenn man sich näher damit beschäftigt, sieht man auch die Vorteile einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Wie kann man das ändern? Meine Anschauung ist, dass wir alle möglichen Initiativen dazu setzen müssen. Was Information anlangt, müssen wir neue Wege beschreiten. Es ist nicht die Hochglanzbroschüre, die überzeugt, sondern vielleicht bewegte Bilder. Ich mache nach jedem Rat in Brüssel ein kurzes Video mit den wesentlichen Ergebnissen und stelle das auf unsere Homepage. Das wird auch gut angenommen. Und wir haben uns gedacht, wir müssen beginnen, den Bürger dort anzusprechen, wo er zu Hause ist, in seiner eigenen Gemeinde. Und darum wollen wir gerne in jeder Gemeinde Österreichs einen Europagemeinderat haben, der so eine Drehscheibe ist, Informationen geben kann oder auch Stimmungen uns weitergeben kann. Und das haben wir begonnen. Jetzt haben wir 170 solche EU-Gemeinderäte. Das ist eine gute Initiative, die werden wir fortsetzen. Was bieten Sie den Bürgermeistern und Gemeindevertretern an und was sollen sie tun? Wir brauchen eine Hotline, dort wo ich anrufen kann, wenn mich ein Bürger etwas fragt, muss ich relativ rasch innerhalb von zumindest Stunden eine Antwort haben können. Zum Zweiten, wenn es eine aktuelle Diskussion gibt, brauche ich auf einer Seite zusammengefasst, was wirklich Fakt ist. Auch das gewährleisten wir. Zum Dritten, ein GU-Gemeinderat oder Bürgermeister möchte auch gerne sehen, wo diese Entscheidungen fallen. Wir organisieren Reisen nach Brüssel, nach Straßburg, zu den Institutionen, damit sie das auch kennenlernen. Die Eurobarometer-Umfragen zeigen, dass die Österreicher zu jenen Europäern gehören, die die lokalen und regionalen Vertreter besonders schätzen und ihnen ein besonderes Vertrauen entgegenbringen. Nun sind die österreichischen Gemeinden und Länder im Ausschuss der Regionen der Europäischen Union vertreten. Wie sehen Sie den Ausschuss der Regionen und seine Rolle? Ich glaube, dass der Ausschuss der Regionen genau die richtige Plattform ist, der richtige Rahmen für die Länder und Gemeinden, damit sie auch ihre Interessen fokussieren können. Natürlich muss man zuerst einmal wissen, was man will. Das muss jede Region, jedes Bundesland, jede Gemeinde für sich selbst definieren. Aber dann muss es ein Gremium geben, wie den Ausschuss der Regionen, der das auch zusammenfasst, auf europaweite Basis bringt und damit auch etwas bewegen kann im europäischen Gesetzgebungsprozess, bei Stellungnahmen, die die Kommission ja auch abverlangt vom Ausschuss der Regionen. Und ich glaube, dass insgesamt dieser Ausschuss, diese Art und Weise zusammenzuarbeiten, eine große Zukunft hat. Wir brauchen ja viel stärker die Beteiligung der Bürger und die wird über Regionen und den Ausschuss der Regionen besser zur Geltung gebracht. Zu einem zweiten Thema, das in Europa immer wichtiger wird. Herr Minister, Sie und Ihr rumänischer Kollege waren die Initiatoren der Donauraumstrategie. Was haben Sie sich damals von dieser Strategie erwartet und wie sehen Sie sie nun, da sie Gestalt annimmt? Wir haben es damals eigentlich deshalb gegründet, weil wir bemerkt haben, es gibt bei den Staaten der Europäischen Union, die am Mittelmeer gelegen sind, eine sehr starke Kooperation. Wir haben gesehen, dass es eine Ostseestrategie gibt. Also im Norden Europas gibt es auch so einen Zusammenhalt. Und darum war es eine Notwendigkeit, dass wir auch einen Zusammenhalt finden für Zentral-, für Mitteleuropa. Und da ist diese Donauraumstrategie entstanden. Und wir haben gesehen, dass in diesem Fall von unten herauf Projekte entwickelt wurden, eine Strategie aufgebaut wurde, die wirklich alle, die daran beteiligt sind, miteinander an einen Tisch geholt hat. Und wir haben so viele Vorschläge, dass wir sie gar nicht verwirklichen können. Das ist wirklich eine europäische Initiative besonderer Art. Und ich bin sehr zufrieden, wie das bisher gelaufen ist. Die Donauraumstrategie wird ja auch im 5. Kohäsionsbericht erwähnt, wird auch als Zukunftsmodell gesehen. Sehen Sie das auch so? Und was erhoffen Sie sich von makroregionalen Strukturen in Europa? Wir probieren das jetzt einmal und wenn ich vergleiche mediterrane Zusammenarbeit, Ostseestrategie und Donauraumstrategie, sind wir wohl am weitesten gekommen in dieser makroregionalen Zusammenarbeit entlang der Donau und das wird sicher auch beispielgebend sein. Ich habe schon viele Ideen gehört von weiteren makroregionalen Strukturen und Strategien,
Aber schauen wir jetzt einmal, dass wir eine wirklich hervorragend aufstellen, die Donauraumstrategie. Sie soll nächstes Jahr im Frühjahr beschlossen werden und dann mit Leben erfüllt werden. Und das kann Impulse geben für ein zukünftiges Europa, wo die Regionen auch mehr Rolle spielen.